erreichen. Und zwar haben wir jetzt ja das Thema, zwei Redner herum, ja, erwiesen, die so das Thema das Ausland und der Einfluss des Auslands auf dieses kleine Land Laos eben beleuchten. Einmal die westlichen Demokratien und das andere mal die Nachbarstaaten. Ne? Und da freue ich mich vielleicht so Vortrag. Ja, wunderbar. Auch erstmal schon nochmals schön das goldene Dreieck dort. Eines der größten Gebiete für Opiumanbau zwischen Laos, Vietnam und Burma. Und andere überregionale Projekte. Aber das Wichtigste, denke ich, ist, dürfte zurzeit eigentlich das mit der Drogenproblematik sein. Die Summe der laufenden Projekte aktuell dieses Jahr 57 Millionen US-Dollar. Das ist die der jetzt laufenden Projekte. Weiterhin hat Laos eine Gesamtzusage der Geberländer von weiteren 540 Millionen US-Dollar aktuell in der Tasche. Die sollen dort hineinfließen. Nochmal ganz kurz, Sie sehen hier dieses Bild. Das ist nämlich auch ausschlaggebend dafür, dass Laos jetzt Auflagen bekommen hat seitens der EU. Man hat nämlich eine kleine Rechnung aufgemacht. Es gibt in Laos, in diesem kleinen Land, 21.000 Kilometer Straßen. Von diesen 21.000 Kilometern Autostraßen, befahrbare Straßen, sind nur 7.000 befahrbar asphaltiert. Die EU hat einfach mal die Rechnung aufgemacht und hat mal nachgesehen, was sie von 1990 bis heute an Laos für den Ausbau von Straßen an Geldern fließen lassen hat. Dabei ist rausgekommen, da müsste Laos eigentlich schon mittlerweile 100.000 Kilometer asphaltierten Straßen haben. Und da ist man aufmerksam geworden und hat gesagt, ach Moment mal, dann müssen wir was ändern. Ja. So ist man drauf gekommen. Quelle dieser Zahlen ist übrigens die EU. Ja, aber eigentlich kann es Laos fast schon egal sein, wenn sich die Entwicklungshilfeländer da hinausziehen, denn es gibt etwas, da verdient Laos viel, viel, viel mehr Geld dran. Und das ist nämlich das hier. Das ist nämlich die aktuelle Investitionsrate der ausländischen Länder in Laos. Und da liefern sich gleich drei Länder einen Wahnsinnswettstreit, jetzt schon seit geraumer Zeit, bestimmt schon 25, 30 Jahre. Und das sind die drei wichtigsten Investoren: China, Vietnam und Thailand. Historisch gesehen ist Thailand der wichtigste Wirtschaftspartner halt eben von Laos. Wir haben es auch gerade eben gesehen bei der Außenhandelsbilanz, sowohl Import als auch Export spielt Thailand halt eben die größte Rolle. China ist sehr wichtig in Laos, vor allen Dingen bei Großprojekten. Eine ganze Reihe von Staudämmen, die am Mekong gebaut worden sind, wir sind alle von China finanziert. Aktuell wird im Umfang von das Gesamtprojekt müsste etwa 7 Milliarden Euro ausmachen, eine Hochgeschwindigkeitsbahn geplant, die von China durch Laos bis nach Thailand gehen soll. Das ist das zurzeit umstrittenste Projekt, was da laufen soll, neben einem Staudammprojekt in Nord-Laos. Diese drei Länder wetteifern. 2009 kippt die Zahl ein bisschen. Ich habe es leider noch nicht ganz aktualisieren können, die Tabelle. 2009 ist interessant, dass China der Investor Nummer 1 ist. Man überrundet Thailand um Längen. Vietnam ist Investor Nummer 2 in 2009 und Thailand ist in diesem Jahr sehr weit abgeschlagen, 2009. Die letzten zwei Jahre offensichtlich wetteifern China und Vietnam um die besten Plätze in Laos. Leider ist es wenig hilfreich für Laos, denn China und Vietnam haben leider Gottes die Angewohnheit, wenn sie in Laos investieren, wenn dort irgendetwas gebaut wird, ganz egal, ob es was Gutes ist oder einfach nur aus einem wirtschaftlichen Erwägungen heraus, es werden keine Arbeitskräfte aus Laos genommen. Sie nehmen ihre eigenen Arbeitskräfte gleich mit und siedeln die dann auch gleich dort an. Das ist so die Angewohnheit, die die beiden haben. Und da kommen wir dann eben wieder auf die Problematik zu sprechen von dem Professor. So kommt es dann nämlich, dass Laoten umgesiedelt werden. Da wird dann mal eben kurz für die ASEAN-Spieler ein Stadion gebaut. Also ein kleines Beispiel, das hat 2010 stattgefunden, diese ASEAN-Spiele. Dafür benötigte man ungefähr 10.000 Bauarbeiter, die wurden dann mitsamt der Familie in der Nähe von Vientiane angesiedelt. Ungefähr 30.000 bis 40.000 Chinesen und auf diesem Gebiet, wo halt eben diese Chinesen siedeln, haben auch da unten nichts mehr zu melden. Die müssen da raus, die müssen da weg. Die werden verdrängt von ihren Marktplätzen, die kommen zu ihren Geschäften, plötzlich werden die enteignet, Geschäfte sind weg, plötzlich sitzt ein Vietnamese oder ein Chinese in ihrem Geschäft. So sieht es dann aus.
Und noch eine weitere unschöne Angewohnheit, es entsteht dort ein Neubaus, irgendwie, man nennt es mittlerweile das kleine Las Vegas. Es werden dort mitten im Dschungel ein Spielcasino nach dem anderen aus dem Boden gestampft. Auch selbstverständlich bedient von 100% chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Begründung der Chinesen, warum sie keine Rakete einstellen, ist ganz einfach. Die sind uns zu schlecht ausgebildet, die sind uns zu schlecht qualifiziert. Aber auch hier hat man offensichtlich wenig Interesse daran, Laroten auszubilden und ihnen zu helfen. Man hat also auch kein Interesse hier an einer nachhaltigen Entwicklung, muss man ganz klar so sehen. Es geht also wirklich nur ums reine Geschäft. Den Laroten bringen diese Investitionen leider Gottes wenig. Kommen wir mal ganz kurz noch zu den deutsch-laotischen Beziehungen. Die haben Gott sei Dank eine lange, lange, lange Tradition. Die gibt es nämlich schon seit 1958. Wurden diplomatische Beziehungen aufgebaut. Das sind Bilder aus der jüngeren Zeit. Das ist ein bisschen unscharf, aber ich glaube, man kann es erkennen. Ne? Man hat diese sogar nach 1975 ein kleines bisschen intensiviert, denn seit 1975 gab es im Ausgleich zwei deutsche Botschaften, nämlich die von der DDR und von der BRD. Wobei man sagen muss, dass wir uns eigentlich reden, weil darüber gibt es keine offiziellen Zahlen, man findet dort auch nichts, auch nicht von der laotischen Regierung. Die meisten Entwicklungshilfeprojekte sind privat finanziert. Das sind irgendwelche Privatorganisationen, die meinen, etwas Gutes zu tun, Geld sammeln, hier vor allem Deutschland. Deutsche sind sehr spendefreiwillig, also sind sehr spendabel. Und dort mit Projekten nach Laos gehen. Sehr besonders erwähnenswert ist hier zum Beispiel die German Lao Friendship Society, die einige 100.000 Euro schon immer wieder zusammenkriegt und etliche Projekte in Laos am Laufen hat. Und ähnlich geartete Organisationen, die hier in Deutschland Spenden sammeln und etwas aufmachen. Aber auch schwedische, belgische, niederländische, französische Organisationen tummeln sich da, auch die ganz großen Bekannten, Rotes Kreuz, Malteser Caritas, findet man auch alle da, die tummeln sich dort auch. Die Zahlen, wie viel Laos dort wirklich bekommt an Entwicklungshilfe, das kann man leider wirklich, da kann man nur schätzen. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Bei der Anfrage an das Ministerium haben wir keine Antwort bekommen. Die wichtigsten Errungenschaften, die Laoten halten uns Deutsche wirklich sehr, sehr hoch. Wir haben das große Glück, sage ich mal, dass wir keine koloniale Vergangenheit haben. Wir haben nichts mit dem Vietnamkrieg zu tun gehabt. Und die Laoten schätzen wirklich Dinge aus Deutschland sehr, sehr hoch. Beweis Nummer eins ist dieses wunderbare Taxi. Wie Sie sehen, wissen die Laoten sehr, sehr gut, dass deutsche Waren sehr lange halten, zuverlässig und stabil sind. Das ist ein Foto aus dem Jahr 2010, Hauptstadt Vientiane, ein Taxi, was heute noch in Betrieb ist. Auch ganz interessant, was die Laoten sehr von uns mittlerweile schätzen, die ILAO, gebaut nach deutschem Reinheitsgebot. Aber ich kann Ihnen mal jetzt unmittelbaren Nachbarn kurz vorstellen, danach gehen wir in die Pause. Ich denke,